Hallo zusammen, heute geht es wieder um diesen Katalog und zwar um die Seite 7 hier im Katalog. Das ist das Teil hier. Den Katalog kriegt ihr bei uns in Papierform oder an der nächsten Messe oder könnt ihn einfach unten im Video beschrieben downloaden oder auf der Homepage. Und auf dieser Seite 7 geht es um diese Kompressorkühlbox. Unsere B31P, das ist eine Kompressorkühlbox, hat hier kein Energielabel, das ist durchgestrichen, da komme ich dazu. Diese Kompressorkühlbox, ich habe vorgestern ein Video gemacht von der kleineren. Da hat man auch gesehen, der Deckel ist genau gleich. Ich habe hier einen Verschluss zum Aufmachen, der ist komplett versenkt. Ich kann auch drauf sitzen, das ist überhaupt kein Problem. Und dieser Verschluss hier, drauf machen, raufziehen, da gibt es Leute, die sagen, das ist vielleicht zu schwach, aber man kann dir diese Schrauben lösen. Und dann kann ich den Deckel rausheben. Ersatzteile haben wir am Lager. Der Deckel geht so längs auf. Ich habe hier eine Kette. Und das hier ist zum Beispiel ein 1,25 Liter Flaschen. Auch die bisschen größeren Flaschen gehen hier stehend rein. Überhaupt kein Problem. Und hier drunter sitzt der Kompressor. Hier hat die Box eine Innenbeleuchtung, was auch die bisschen kleinere Box hat, die ich gestern vorgestellt habe. Die Box ist genau gleich wie die von gestern. Die hat eine Länge, so gesehen, eine Länge von 580 mm, eine Höhe von 420 mm und eine Breite von 335, aber hier müssen wir aufpassen, hier haben wir einen Luftansaug und die Luft kommt hier raus. Das heißt, hier sollten wir ca. 2 cm Luft haben, 2-3 cm Luft, dass wir die Luft hier ansaugen können, die Kühlmaschine und den Wärmetauscher runterkühlen, Lüfter ist drin und dann bläst die Luft hier raus. Hier kann auch hier oder hier ganz zu sein, das spielt keine Rolle. Von der Technik her, da sitzt dieser Kompressor drin, das ist der BD35, das ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt, der ist natürlich hier jetzt aufgetrennt mit einer Flex. Wir sehen hier drin ist der Kolben, das bewegt sich hier rundherum. Ein Druckrohr, einfach einen einfachen Kompressor. Wenn ihr da mehr habt, verlinke ich euch ein Video am Schluss über die verschiedenen Kompressoren. Eben wie gesagt, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt, die einen sagen, der beste Kompressor auf dem Weltmarkt, wurde früher in Flensburg gefertigt. Nachher hat man das alles demontiert, wird heute in China gefertigt. Wie die Box hier, die kommt auch aus China. Es gibt momentan in Europa keinen einzigen Boxenhersteller mehr. Kommt eigentlich alles aus China, bis auf einer, der kommt aus Taiwan. Aber wenn ihr Xi fragt, Xi Jinping, das ist eine Provinz von China, aber ich will hier jetzt nicht politisch werden. Von der Stromversorgung her, wir haben einen Anschluss über diesen Stecker hier. Das ist ein Standardkabel, ist 2,50 Meter lang. Am besten diesen Stecker wegschneiden, Zigarettenanzünder und die Box direkt anschließen. Eine Sicherung dazwischen fürs Kabel. Die Box bräuchte an sich keine Sicherung. Sie läuft zwischen 10,5 bis auf 17 Volt und von 22 Volt bis auf 32 Volt. Also sie schaltet also automatisch um zwischen 12 und 24 Volt. Da merkt man gar nichts. Wenn ihr natürlich auf 24 Volt angehängt habt und fährt dann runter mit der Spannung bei 22 Volt, schaltet diese Box aus. Punkt und kommt nicht mehr. Bis ihr entweder wieder auf 25 Volt sind oder den Stecker trennt und ihr seid wieder im Spannungsbereich zum Beispiel 12 Volt. Weiter kann man diese Box betreiben,
über ein optionales Netzgerät. Ich habe hier ein Netzgerät, kennt ihr vielleicht von jedem Laptop, identisch. Wir haben hier ein kurzes Kabel dran, das kann man hier einstecken und dann läuft die Box auf 230 Volt. Theoretisch. Diese Box hier läuft jetzt nicht. Warum? Die ist defekt. Nein. Diese Box hier, die leuchtet hier, aber sonst nichts, die ist ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich hier diesen Hauptschalter lange drücke, kommt die Temperatur, wir haben jetzt hier 22 Grad und hier zeigt es mir Innentemperatur, die ist identisch wie außen, wenn ich starte. Und wenn ich hier die Set-Taste einmal drücke, kommt hier minus 4 Grad Celsius. Hier kann ich jetzt natürlich hochfahren bis auf 5 Grad. Das ist so eine normale Kühlschranktemperatur. Die einen sagen, brauche ich nicht. Ich stelle die noch ein bisschen höher. Das muss jeder selber wissen. Und wenn ich hier zweimal drücke, dann blinkt Grad Celsius. Dann kann ich hier umstellen auf Fahrenheit oder wieder zurück auf Celsius. Also wenn es hier irgendwie einen komischen Wert anzeigt, stellt mal um auf Celsius. Oder ich kann dreimal drücken, dann steht hier Mittel, High und Low. Diese Box hat einen Unterspannungsschutz. Das heißt, die schaltet automatisch ab, je nach Einstellung, bei Low auf 9,6, bei Medium auf 10,5 und bei High bereits bei 11,5. Das heißt, da muss der Fahrzeugmotor schon laufen oder ihr müsst eine gut volle Batterie haben. Weiter haben wir hier einen Notschalter, Emergency Mode, oder? Wenn wir den umstellen auf Emergency, wird der Thermostat alle Schutzfunktionen überbrückt, also fast alle. Er läuft durch, geht als Tiefkühler runter und dann schaltet er hier auf Dauerbetrieb und der Unterspannungsschutz geht auf 9,6 Volt. Vom Stromverbrauch her liegt die Box bei 7,6 Wattstunden pro Stunde. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Das mal 24 gibt dann 182 Wattstunden pro Tag oder pro 24 Stunden. Und solch eine Batterie, das ist jetzt eine 100 Ampere Lithium Batterie, ihr könnt auch was kleineres besorgen, diese hat 12,8 Volt, 100 Ampere mal 12,8 Volt gibt 1280 Wattstunden Kapazität. Die 1280 Wattstunden Kapazität durch die 182 Wattstunden pro Tag sind dann 7 Tage, die solch eine Kühlbox mit dieser Batterie läuft, bei 5 Grad innen und 25 Grad außen, ohne Deckelöffnung, ohne dass was dazukommt. Also das heißt, ein Wochenende mit runterkühlen überhaupt kein Thema. Wenn wir aber außen eine Temperatur haben von 32 Grad, also viel wärmer, dann ist der Stromverbrauch nicht 182 Wattstunden am Tag, sondern 249 Wattstunden in 24 Stunden. Ja, das ist diese Box, die ist am Lager, wir können liefern, der Preis ist momentan der hier, war schon tiefer, aber wir haben die Inflation und bla bla und so weiter und so fort. Und ihr könnt bei uns vorbeifahren. Wir haben einmal im Monat am Samstag offen. Ihr könnt auch unter der normalen Woche. Wir haben von 7 Uhr bis 12 Uhr offen und von 1 bis 16 Uhr, also 13 Uhr bis 16 Uhr hier in der Schweiz.
Könnt die Boxen an sich gerade mitnehmen. 10 Minuten warten, müssen wir aus dem Lager holen. Oder eben einmal im Monat am Samstag. Geht auf die Homepage, da findet ihr, welcher Samstag das da offen ist, sollte immer bekannt sein. Ich verlinke euch hier das versprochene Video von diesem Kompressoren-Hubraum für die Zukunft und wünsche euch einen schönen Tag.